So, wir schauen uns mal ganz kurz Folgendes hier an, Leute. Kommentare am Sonntag von Sascha Unsympathisch. Heute ist wieder soweit. Heute kommt eine Episode von Sascha liest Kommentare. Perfekt, Sascha. Ich freue mich übrigens nächste Woche, dich zu sehen. Das heißt, ich gehe mal wieder unter meine Videos und schau, was ihr so dagelassen habt. Ja. Mann! Absolut. Traditionell fange ich an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. Wer lässt den Typen eigentlich immer wieder rein, da er ja jedes Mal raus ist? Arschlustig, weil Sascha ist an der Stelle wieder raus. Ja, perfekt. Seitdem meine Freundin schwanger ist, hat sich alles verändert. Mehr Anzeigen. Sau witzig. Da gehen mal wieder Grüße raus an meine Community. Wie heißt der 10. Teil von Cars? Mehr Anzeigen. Cars 10. Ach, Junge. Was ist denn mit Carsten los? Wenn du einen Laden hättest, wo du nur Schokolade verkaufen würdest, würdest du ihn dann Schokoladen nennen oder Schokoladenladen? Schwierig. Schokoladenladen. Fresh. Gebe der Kassiererin einen 500-Euro-Schein. Sie, geht das kleiner? Wir haben Probleme mit Falschgeld. Ich gebe ihr einen 30-Euro-Schein. Wisst ihr, wo man keine Falschgeldprobleme hat? www.unsympathischshop.de. Endlich ist der unsympathische Sweater und der unsympathische Hoodie in Sommeredition mit leichterem Stoff wieder verfügbar. Perfekt, den kaufe ich mir. G steht für Gönn und M steht für... Ich gucke erst mit Kopfhörern, ob das ein Fehler sein könnte? Nee. Hast dich echt verändert. Mehr Anzeigen. Die Übersteuerung war auch mal lauter. Schade, Mann. Schade, wie ich Sascha. Ich hab's sehr geschätzt. Liebe Zuschauer, es tut mir leid. Mein Management hat angerufen und meinte, ich muss kommerzieller rüberkommen. Die Übersteuerungen schrecken Firmen ab. Die einzigen Firmen, die noch anfragen, sind Raid Shadow Legends, Lords Mobile. State of Survival! Wo sind die Corona-Flaschen hin? Oh, ja. Da ist richtiger Müll. Ich hab gestern mit der Familie rumgemacht. Geil, Digga. Wirklich arschgeil, Jens. Das freut mich sehr. Hoffe, du hast es genossen. Was ist Saschas längste bezahlte Partnerschaft? Bevor ich auf mehr Anzeigen klicke, bei mir müsste es eigentlich, um einmal ehrlich zu sein, es müsste Spotify sein. Mehr Anzeigen! Seine Freundin. Weil Sascha bezahlt sie. Das ist Mobbing. Ich hätte gerne wieder das EA-Intro. Grundsätzlich gilt, die Finger immer auf lauter, leiser lassen. Also ich weiß auch nicht, warum das jetzt hier gilt. Ich verstehe das Problem auch einfach nicht. Was? Absolut. Was macht ein Terrorist beim Klavierspielen? Mehr Anzeigen. Und an der Stelle bin ich auch wieder mal komplett raus. Bitte lässt mich Marcel auch nächstes Mal wieder rein. Falls ihr das Video gefallen habt, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement. Ich glaube, ich brauche da gar nichts mehr dazu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ach, das ist dieser eine von Dingsbums. Ist das Captain America? Ja, genau der. Perfekt, Justin, wirklich stark. Marcel Schmelzer. Ups, nein! So, Leute, direkt hier weiter mit Juno.exe. Paar Memes auf Knacks reinballern in den Schädel, Alter. Darauf, Harry Bock. Deutsche Memes, Juno.exe, let's go. Endlich mal ein anständiges Intro, Digga. Der Normie-Shit rein in die Olga. Deutsche Memes, moin, moin, meine aktiven Freunde. Ja, Digga, die Titel werden auch. Also ganz ehrlich, morgen lade ich einfach ein Video hoch, was einfach nur fresh heißt. Ich komme in die Garage, in die Garage. Morty! Wo bist du? Auf der Werkbank, Morty! Digga, jetzt in Deutschland kommt jetzt das fucking Pickerick-Meme oder was an. Du unsichtbar und furzt mich gleich an oder sowas? Dreh die Gurke um! Klar, ich fass sie an und dann sagst du mir, dass das eigentlich ein Alien-Pimmel ist. Komm schon, dreh die Gurke um, Morty. Du wirst es nicht bereuen, es lohnt sich. Moin, moin, meine aktiven Freunde jetzt auf der Gurke, saulustig. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Digga. Boah, ey, wow, okay, Das trennt den Weizen wirklich von der Spreu. Ja. So, das.
wenn meine Mutter mich fragt, warum du so viel Klopapier im Mülleimer hast. Ist auch immer so, wenn meine Mutter mich früher gefragt hat, wieso so viel Klopapier unter meinem Bett liegt, weil ich immer Heuschnupfen habe. Immer Heuschnupfen. Meine Mutter, so ist es Winter, ich so Heuschnupfen. Kann das nicht. Nee, kann ich nicht. Können wir hier jetzt abbrechen? Nee, können wir abbrechen jetzt. Das geht mir auch auf die Eier. Ich kann sowas nicht. Ist, ja, ich schwöre, Leute, wirklich so gewesen. Ich war einmal, man kennt auf das, so einer, wenn der Mathelehrer oder irgendein Bastardlehrer einen so richtig wirklich bloßstellen, also wollte. Man ist drangenommen worden, so Digga. Gange, ne? Und man steht da so, und der und sagt: Hey, rechne das doch mal vor, Sebastian. Und man sitzt also einfach nicht nur so. Mal um 12. Du kleiner dummer Hurensohn, du weißt, dass ich. Hat man reingefeiert oder so, weil die hatte an dem Abend schon Geburtstag. Ja. So, und dann sind wir um 12, mussten wir uns alle in einen Kreis aufstellen, weil irgendwas Lustiges passiert ist. Und dann wurde diese Person dahingesetzt. Ab dafür. Und drei Freunde von dieser Person haben mit so Luftballon, mit so Wasserbomben auf diese Person geworfen. Und die saß in der Mitte. Und das war's. Dafür wurde die Party unterbrochen. Wo ich mich an der Stelle frage. Ja, so ist es, so ist es. Na, na, wir wollen uns doch an die Planung halten. Der Kuchen wird um 8.52 Uhr gegessen. 8.52 Uhr! Digga, ich schwöre, Leute. Ich war einmal auf so einer Geburtstagsparty. Und da mussten wirklich, also die Party war schon so im vollen Gange, ne? So, und die Person hatte halt schon Geburtstag. Also halt nicht mal um 12 hat man reingefeiert oder so, weil die hatte an dem Abend schon Geburtstag. So, und dann sind wir um 12, mussten wir uns alle in einen Kreis aufstellen, weil irgendwas Lustiges passiert ist. Und dann wurde diese Person dahingesetzt und drei Freunde von dieser Person haben mit so Luftballen, mit so Wasserbomben auf diese Person geworfen und die saß in der Mitte und das war's. Dafür wurde die Party unterbrochen. Wo ich mich an der Stelle frage... Digga, wirklich, also dieses durchgeplante Partys. Eine Party ist einfach, stell eine Flasche Wodka dahin, mach die Musik einfach an und geh. Die Leute kriegen das selber hin, Alter. Was soll das, Mann? Buffet-Eröffnung. Fick dich, Digga, es gibt nicht zuerst auf meiner Party. Hau ab, wenn jemand einen Witz lauter wiederholt und alle anfangen zu lachen. Es schmerzt, es schmerzt. Es tut weh. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, verdammt. Ja, das heißt, Mann, Bruder, wenn du meine Mutter einen Englischtext vorlesen sollst. Das habe ich noch nie vorher gelesen. Das habe ich vorher noch nie gelesen. Das wurde mir im Englischunterricht nicht beigebracht. Okay, alles klar, Bro. Wo ist dein Vokabelheft, Mois? Wo ist dein Vokabelheft, Mois? Wo ist dein Vokabelheft? Digga, was? Wie man früher seinen besten Freund angerufen hat und seine Mutter rangegangen ist. Hallo? Ja, Marcel hier. Ist Billy noch da? Im Streifen. Marcel hier. Ich werde verhaftet. Ich im Streifenwagen. Im Streifenwagen und haben Streifen auf dem Helm. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass irgendwie 5000 Leute oder 10.000 Leute jeden Tag stundenlang Diamanten abbauen. Das ist doch krank. Wer ist denn so hobbylos? Macht Max nicht genau das? 100 Stunden Diamantenfarm für diesen Moment. Trimax, Grüße geht raus, du dämliches Opfer. Meine Mutter, wenn sie sieht, dass ich einen Löffel in der Spüle lege. Ich bin gar nichts dazu sagen, ich bin einfach im Moment baff. Muss ja. Das auf mich wirken lassen. Ja, ja. Es wird irgendeine Konsequenz mit Sicherheit in den nächsten Tagen noch geben. Ja, bin ich mir sicher, Mutter. Red mit mir. Wenn du die Schlägerei aufnimmst, dann der Kollege verlieren ist. Digga, nee, dann laufe ich einfach weg. Wenn der auf die Fresse bekommt, bin ich raus. Dann ist er nicht mehr mein Freund. Wenn die Schlägerei verliert, ist nicht mehr mein Freund. Ganz einfach. Im Gerichtssaal grinste er dann nur noch und äußerte sich zu keinem Zeitpunkt zu irgendwelchen Anklagepunkten. Der Ehrenbruder. Wenn ich konnte... Ja. War gerade eine Internetstörung. Ja, sorry. Maya, Maya. Maya, Maya, hu, Maya, ha, Maya, ha, ha. Starkes Talent, aber muss ich ganz ehrlich sagen. Ich trau mich nicht nach Hause. Es gibt hier sogar eine Kamerahaltung extra für uns. Kannst mal zeigen. Tja, besser geht's nicht. Und dahinter sitzen auch noch zwei sehr hübsche Personen. Ja, also die können wir, eine zumindest. Die zwei können wir, Statisten. Die können wir, oh,
Digga, hops genommen, Junge. Was ist das? Was ist das? Was ist das, Digga? Was ist das? Komm schon, was ist das? Was ist das? Wer macht sich wieder so viel Mühe? Für was hat sich wer so viel Mühe gemacht, Digga? Ich freue mich an erster Stelle einfach. Digga, das... Das... Ey... Ey, das ist doch... Also, Digga... Du Mehmet, Digga. Ach du dickes Haar. Er ist wieder da.